So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Hier ist mein Nachtdorf und ich wollte mal, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht kann man das ja mal rausnehmen. Das ein bisschen so zusammenziehen, aber das ist auch alles ein Quatsch, ne? Das ist halt hier eine riesen Lücke drin. Ja. Na gut, das ist egal, das wird alles noch passieren. Das wird alles noch besser werden. Muss ja nicht immer alles perfekt sein. Ja, aber gerade hier die Lücke gefällt mir nicht. Ja. Ich weiß nicht, also wenn einer einen Vorschlag hat, wie man es besser machen kann. Nur zu, also ich bin da jederzeit gerne bereit. Dann gucken wir mal. So, weiter geht's hier. Angriff. Schauen wir mal, was kommt. So, gucken wir mal. Gucken wir einfach mal. Da ist die Hütten. Da ist die Hütten. Okay. Da ist die Hütten, da ist die Hütten, da ist die Hütten. Müssten wir vorne angreifen. Ist doof. Ist richtig doof. Ist richtig doof. So, gucken wir mal, ob wir das schaffen. Und das schaut richtig, richtig gut aus, meine Damen, meine Herren. Wir schaffen das. Den Stern haben wir auf jeden Fall sicher. Der entsprechende Tesla, der haut hier natürlich rein. Ohne Ende. Aber wir haben sogar 2 Punkte. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir hier sogar noch ein paar Punkte dazu. Natürlich hätten wir hier hinten auch noch ein paar Punkte holen können. Die Bombe, ja, klar. Einen hätten wir aufheben sollen. Das war's aber jetzt auch schon. Ich hoffe, dass wir hier entsprechend gewinnen und ein paar Pokale mit nach Hause bringen. So, wird es langen? Wird es langen? 56% bei 2 Sternen. Ich sag mal, ja. So, sehr schön gelungen. Es ist halt immer dorfabhängig, was passiert. Wir gucken mal rein. Wie gesagt, ich bin da nicht ganz zufrieden mit. Er probiert es also jetzt mal hier mit Riesen, wobei 2 Riesen sind zu wenig. Das ist hier in Nachtdorf meiner Meinung nach ein bisschen doof, weil die viel zu viel Schaden kriegen. Wenn ihr mal guckt, schaut mal. Bis die reinkommen, sind die tot. Die kommen nicht mal rein. Seht ihr das? Die kommen... 3 waren das? Wie viel waren das denn? Der kommt nicht rein, ne? Und wenn er reinkommt, dann macht er keinen Schaden. Ah, er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Das heißt, das bringt nichts. Klar, natürlich, ja, kann man sagen, hier, die Riesen haben dafür gesorgt, dass die entsprechenden Kanonen hier abgelenkt haben von den Barbaren. Aber das war nichts. Was hat er denn sonst noch gemacht? Okay, er ist dann mit den Barbaren hier auf dieses, was immer das war. Die Barbaren gehen um die Mauer rum. Werden nicht angegriffen von den entsprechenden Kanonen, aber halt dann eben schon wieder von dem sehr weit schießenden Bogenschützen. Die Falle war gut. Die Falle war gut. 1, 2, 3, 4, 5 sind das bloß noch. Jetzt sind es noch 4. Und der Bogenschütze, der macht einfach seinen Dienst. Der macht einfach seinen Dienst. Gehen die hier rum. Da hätten wir eigentlich nochmal eine Falle hier machen müssen. Und das war's. Also, schwierig. 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 Vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre hier der Gegner hier. Wer ist es denn? Udin. Wenn Udin hier einfach mit Bogenschützen reingegangen wäre, wäre einfacher gewesen. Wobei man natürlich auch sagen muss, der 12. Da hätte er wahrscheinlich nochmal 12 Bogenschützen gekriegt. Das wäre vielleicht sogar besser gewesen. Wobei der natürlich auch wahrscheinlich einfach zu schnell gelevelt hat. Gucken wir mal schnell nochmal bei ihm rein hier. Ja. Was haben wir gemacht? Wir sind hier erstmal auf die entsprechenden
äußeren Bereiche gegangen. Jetzt haben wir hier eine Lücke gehabt. Da bin ich dann hier mit den Bogenschützen reingegangen und dann drauf. Das war natürlich hier schlecht. Mit der Falle hatten aber Glück, dass wir eben die Bogenschützen nicht verlieren. Und die einen Bogenschützen gehen jetzt auf den entsprechenden Bogenschützenturm. Und jetzt haben wir das ganz große Glück, dass die hier zum einen sich das, die Meisterhütte hier holen und dann eben auf die Kanone gehen, die allerdings sehr, sehr viel Schaden verursacht. Und dann haben wir eben das große Glück gehabt, dass wir hier sogar noch den, was immer das hier ist, hier bekommen haben. Kommen wir mal schnell noch ein Spiel, gehen wir nochmal rein hier. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ein bisschen kleiner machen, ich sehe nichts. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, hier ist es. Ja, das typische Kreuz, ja, das ist gar nicht mal so schlecht, da werden wir nicht so viel Erfolg haben. Wir können es mal probieren, weil das Problem ist ja immer noch der verborgene Tesla, da wissen wir nicht, wo der ist. Das heißt, wir versuchen jetzt mal, den hier auszuschalten. Ich denke mal, dass der irgendwo ist. Erstmal gucken, ob hier eine Bombe ist. Nein. So, erstmal den hier ausschalten. Zack. So. Den schaffen wir nicht, ne? Nein, das schaffen wir nicht. Schade. Wir kommen nicht an der ran hier, an der Kanone kommen wir nicht ran. Das ist schade. Ja, das war's dann schon. Wir müssen die Kanone hier wegkriegen. Sonst haben wir keine Chance. Und schauen wir mal, ob wir es schaffen. Nein. Das schaffen wir nicht. Schade, da haben wir verloren. So. Was ich nochmal erwähnen möchte. Man sieht ja schon das Problem des Matchings. Des Matchings, wenn wir versuchen, einen Clan-Krieg zu starten. Und das habe ich auch schon zu Johnny vor vielen Jahren gesagt. Wenn ich hier ein Spiel mache, dann gehe ich davon aus, dass da kein reeller Gegner dagegen ist, dass das Bots sind. Dass das Bots sind, die tatsächlich hier spielen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand dann jetzt irgendwo in was weiß ich, wo der ist, jetzt da sitzt und mit mir gemeinsam hier spielt. Das glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. So, jetzt schauen wir mal. Kanone, die ist hier. Okay, dann gehe ich hierher. Da können wir nicht viel machen. Da wird uns der Tesla wieder im Weg stehen. Also probieren wir es einfach mal aus. Das hat er sehr clever gemacht mit den zwei Türmen hier. Das werden wir nicht schaffen. Das hat er ganz clever gemacht. Na, gucken wir mal. Erst gucken, ob hier irgendwo Bomben sind. So, jetzt trennen die sich hier. Das ist nicht gut. So, und das war's dann auch schon. Weil hier sind die Kanonen, da haben wir keine Chance, da werden wir abgefetzt ohne Ende. Wir können Hexens jetzt versuchen, ja, aber jetzt passt auf, jetzt hat er bestimmt einen Stern gemacht und gewonnen. Ja, wir gucken mal schnell rein. Ich bin mit dem Dorf nicht zufrieden, weil, weil sobald das Dorf hier, sobald der Bereich hier gefallen ist, fällt auch die Meisterhütte und dann hat er automatisch ein, zwei Sterne. Ich muss mir hier was einfallen lassen. Ich weiß aber nicht, was. Weil ich mir da... Ja, da muss ich das Dorf komplett umbauen. Das mache ich morgen. Weil sonst habe ich keine Chance, hier weiterzukommen. Weil gut, drei Siege werde ich immer machen am Tag, um dann eben das Geld zu bekommen, um hier weiter auszubauen. Aber wir bräuchten unbedingt eine Lösung. Und die fällt mir momentan nicht ein. Wird sich aber irgendwas ergeben müssen. Bis dann. Okay, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ja, besucht mich auf TikTok, da bin ich oft live mit Clash of Clans. Bis dann, euer Nils. Ciao.